Hallöchen, meine lieben Freunde, herzlich willkommen zu einer weiteren Aufnahmesession von Borderlands mit Dedel und der Nerd-Apotheke. Na? Oh, Hallöchen. Du Hübscher, bist du öfters hier? Okay, da ist eher FSK 18, das können wir uns doch durchaus leisten, tatsächlich. Ja, Para ist auch mit dabei, der hat sich umbenannt zur Nerd-Apotheke. Ah, ne, du hieß damals immer so, ne? Ja, bei uns schon. Ich habe ihn auch so verlinkt von Anfang an. Neuer Ich glaube, Name, in aber Borderlands. dieselben schlechten Flachwitze mit am Start. Läuft. So sieht's aus, so muss es sein. Finde ich Die sehr cool. Nerd-Apotheke. Oder so sagt er, oder? Ja, kannst du auch so Nerd-Apotheke? nehmen. Wollt ihr vielleicht noch ein paar Kisten looten oder wollen wir gleich zu Grom aufmachen? Let's go zu Grom. Willst du hier mit Grom. Kisten am Arsch? Wo ist Grom? Ah, ich komme Einfach nicht klar. am Ultra-Arsch der Welt. Ich bin übrigens falsch gelaufen. Ich wollte gerade sagen, ich war kurz verwirrt, wo du hinläufst. Ihr sollt erst Keiner mal gesehen. Karte öffnen, damit ihr erstmal wisst, wo es lang geht. Psst. Zeig dir gleich, wo Hab es die lang geht. jetzt. Jetzt haben wir unsere ganzen. Jetzt muss ich mich erstmal wieder reinfuchsen. Jetzt dürfen wir unsere ganzen schönen Gespräche nicht mehr führen, Diddle, ne? Das weißt du schon. Was? Dürfen nicht mehr führen? Nee, nicht während der Aufnahme. Ich weiß gar nicht, was du meinst. Ich krieg mal wieder mit. Wir sind doch unter uns. Ja, sicher. Wie Diddle erstmal wieder eine Runde Diddle haut einfach wieder auf alle drauf, ey. Was ist das denn ein Typ? Ah, herrlich. Also Ja, wirklich, wenn du mein Bart verblassen musst. Aber es sieht schon geil aus, hier so zwischen den Felsen lang zu laufen. Jupp. Heiß zu heiß, ich habe eine Erfahrung, eine Herausforderung abgeschlossen. Ja, ich habe gerade auch noch eine Herausforderung abgeschlossen. Die Aber alle damit meine ich Scheiße! nicht, dass ich gerade gestorben bin. Du hast meinen Kill geklaut! Niemals. Einer, es war Bist du meiner. echt? Wo seid ihr eigentlich da hinten? Hilf erstmal, Fahrer. Ah. Zu spät. Okay. Geht wieder gut los, ne? Ach, herrlich. Warum bist du denn jetzt verreckt? Ja, weil ich dir helfen wollte. Ein Versager! Jetzt haben wir uns Ja, erstmal schön wirklich nicht aufgewärmt normal, und jetzt können wir mal richtig loslegen. Aber wo war ja gerade noch einer? Ich weiß nicht, außer Para ist keiner gestorben. Ja, ich hab noch eine kleine Pause gemacht. Ich war noch nicht ganz da. Noob, gibt's ja Boah, Bro, nicht. Alter, gehst mal hin? Scheiße! Ah, ich bin so schlecht! Kammer's ein Bitch, wa? Ah, easy. Getan? Kein Das Ding. sagt er jetzt. Das sagt er jetzt, oder? Das ist ein Strolch. Kein Ding, Bro. So. Mal sehen, was haben wir denn in dieser feinen Kiste denn hier? Ich komm zu dir, Diebe, keine Sorge, ich helfe dir. Alles Gut, gut, hab das voll im besonders Griff. empfehlenswert. Ich finde die Sniper schon geil. Oh, ich habe mal wieder einen kompletten vollen Rucksack und Einfach. gar nicht dran gedacht, mal den mal zu Einfach lernen. umgenutzt. Was, einen Rucksack lernen? Ja, ich habe einen vollen Rucksack, aber egal. Egal. Ich bin bei 13 von 30, Alter. Wie viel Platz wir mittlerweile einfach haben. Ja, ich habe 30 von 30. Ich bin der übelste Messi. Das Aber ich dachte bin ich doch mir jetzt schon. viel zu faul, das Zeug jetzt zu verkaufen. Naja, das mit dem Verkaufen ist echt super nervig, ne? Gut, hier ist es noch nervig. Ab dem zweiten Teil ist es deutlich einfacher. Na, will ich wohl hoffen. Definitiv. Scheiße. Wie bist du denn jetzt gestorben? Hinter uns war noch einer. Irgendjemand hat mir den Kill geklaut. Da, stirb dafür. Ich war's nicht. Oh, da war noch einer. Und auch Ja, noch welche. war einer. Ups. Ich hab die Ja, Konsole erstmal gerade schön langsam geöffnet. nachladen, was richtig. Ich hab die Konsole einfach gerade aufgemacht. Ja gut, dieser Schläger, der ist jetzt eine ganz blöde Kiste hier.
Ich sehe nichts. Es ist aber lustig, die Leute als Schild zu benutzen, wenn man sie wiederbelebt. Ja. Ja, ich bin unsterblich. Ist doch schon so ein bisschen auf die Eier, ne? Ja. Was ist das ein Typ? Sind wir schon bei Krom? Jupp. Echt? So schnell? Da hat wohl eine große Arena, hm? Gut, ja, und ich rate euch im Übrigen an, bewegt euch. Wir sind noch gar nicht da, Mann. Hälfte haben wir geschafft erst. Was ist, warum bewegen? Ich gehe zu Diddle. Ganz einfach, weil Krom wiederum, der dreht ein ganz schön krommes Ding hier. Ein krommes Ding? Ja. Oh Gott, die Ziel... die Zielgenauigkeit... Da ist ein fast Toter vor dir, ne? Ja, ich weiß. Und ich schieße auch 20 Mal auf den Typ drauf, aber Spiel sagt, nö, du triffst nicht, weil ist so. Ach, einmal mit Profis zusammenarbeiten. Zum Glück ist das im zweiten Teil deutlich besser. Du arbeitest doch eh mit mir. Ja, ein knallharter Psycho ist da. Ich hau mal ab. Und wie sieht euer Leben immer nicht so fresh aus, wa? Ja. Da kommt noch ein knaller Psycho hinter dir, Diddle. Ja, der mich denn jetzt bitte schon gekillt? Und wisst ihr bitte schön, bin ich jetzt genau hinter einer Kiste jetzt gestorben, wo ich niemanden treffen kann? Was ist das hier für ein Quatsch hier? Ich komm zu dir. Okay. Wie bin ich jetzt gestorben? Bist du respawned? What the fuck? Okay. Wie bin ich jetzt gestorben? Das wundert mich gerade auch. Das würde ich... au. Ach so, Grom hat die Raketen geschossen. Ich glaube, du bist instant tot. Okay, gut, das erklärt dann zumindest das eine. Aber er erklärt immer noch nicht, wieso quasi die synchronisierende Treffgenauigkeit gleich bei 0 liegt. Scheiße. Bin schon unterwegs. Hallo. Okay, ja. Du bist da, Diddle, laut. Nerdy. Ich muss dich mal ein Schutzschild verwenden. Ja, ich stehe auch nicht so gut bei ihm gerade. Shit. Einfach nur das Geschütz killen, ne? Junge, Junge, Junge. Eine knappe Woche Borderlands nicht mehr gespielt und schon stellst du dich an, als ob du noch niemals Borderlands gespielt hättest. Okay. Wow, wie hast du den jetzt in den Weg gefeuert? Ich bin gesniped. Dafür bin ich ja Sniper. Ich glaube, Diddle hat gerade hier das Meisterwerk vollbracht, oder? Keine Ahnung. Ich kapiere selber nicht so genau, was ich mache. Ich habe hier hinter wie ein Feigling den Link versteckt. Oh, hi. Die ganzen Vibrationen des Bildschirms, ich sehe nichts. Ist so, ey. Vor allem, ich konnte ihn einfach kaum treffen. Was ständig alles bewegt hat. Da. Jetzt holen wir uns den ollen Krom da. Vor allem eine Kiste. Nice. Ach, der ist schon tot, der Krom. Ach so. Bin ich schon wieder zu spät. Gibt's einen neuen Dings? Ach so. Komm mal hier noch. Einen neuen Klassenskin, glaube ich. Okay. Oh, das ist schon eine geile Position von hier und da alles Sniper, das ist schon eine coole Sache. Ja, gefällt mir. Wie für dich gemacht. Übrigens, wie für mich gemacht, als ob du gerade keine Sniper in der Hand hast, aber dennoch eine Sniper halten würdest. Ja, ich habe einfach die unsichtbare Waffe. Sie trifft ihr Ziel immer. So. Das ist wirklich so, du hast eine unsichtbare Sniper bei mir. Sie trifft ihr Gegner immer. Gibt's hier noch ein paar Verstecke, Para? Bitte? Gibt's hier noch irgendein paar Verstecke? Nö, nicht, dass ich wüsste. Aber hier gibt's einige Bereiche, wo du dich quasi festkrippen kannst. Wie zum Beispiel hinter diesem Gebäude. Naja, kennen wir ja schon. Ja, das ist ja wohl meine Spezialität.
Und wenn ja, du bist ja beide. Ja, bist ja beide schon hinter euch. Deine Freude. Das kennt ihr beide ja schon. So. Jetzt haben wir noch eine. Eine Mission offen. Aktuell schwarzes, noch eine. Schwarzes Brett überprüft. Gut. Dann überprüfen wir das mal. Hä? Hier ist noch einer übrig geblieben. Oh nein! Das hat sicher wehgetan. Mörder, kannst du? Wollte mal eine neue Waffe ausprobieren. Kann ich ja nicht wissen, dass die einen One-Shot macht. Hm, passiert einfach. Ich habe eine ungesicherte, vollgeladene Waffe. Macht die Schaden? Ja, aber normal bei immer 10 Schüsse für einen Gegner. Wir waren noch Starter Psycho, aber er rennt irgendwie weg und ich weiß nicht wohin. Leider kommt er auch nicht runter. Dann lassen wir dort oben. Ja, aber der wäre Erfahrung gewesen. Bevor ich hier genauso, bevor wir alle drei in die gleiche Richtung latschen, hätte ich ganz gerne noch ein bisschen Erfahrung mitgenommen. Da kannst du dich erstmal nach links gehen, die andere Seite und dort noch Leute killen, wenn du möchtest. Nach links? Quasi welches da, links? Wo wir die Dosen für Crazy Earl gesammelt haben, wo wir Claptrap wiederbelebt haben. Zum Beispiel, also nur wenn du möchtest, aber nö. Ist dir belassen. Einfach nö. Ich hab zumindest noch einen kleinen Psycho gekillt. Und so ein bisschen Erfahrung geholt. Erstmal Fieber hier und Waffen erstmal verkaufen, die ich irgendwann mal random irgendwo aufgesammelt habe. Naja, und tatsächlich ist eine gute Arbeit geleistet hier. Da oben war noch was. Oh, komm her. Stuff mitnehmen. Aua. Ja, Entschuldigung, ich war gerade in der Map. Ich wollte nämlich gerade gucken, wo ihr seid. Ja, sagen sie alle. Ja. Hättest du auch sagen können, hey, wo seid ihr? Aber Kommunikation ist nicht so meine Stärke. Wenn ich Informationen vorher holen kann, hole ich's. Wenn ich mir Infos irgendwo herholen kann, dann hole ich sie mir natürlich irgendwo her. Ich hab einfach nix. Ah, übertreib halt wieder. Ich weiß gar nicht, was du meinst. Wenn du schaffst, mich abzukratzen und diesen Krom, mein Alien-Artefakt, wieder abzujagen, bleibt mir bloß vor. Aber Krom ist doch tot. Verwandt! Gib es Tennis. Bau ein Waisenhaus davon. Mir ist alles egal. Aber bringt es nicht hierher zu mir. Schön ist, wenn du etwas passiert, um gleich zu sterben. Wie auf Ansage. Nein, ich wollte die 100 Erfahrung kassieren. Kannst du gleich wieder machen, weil ich werde doch sowieso gleich wieder drauf gehen. Wie schmeckt dir das? Schön, dass du auch mal einen Moment der Schwäche hast. Guck mal, ich gehe jetzt extra zum knallharten Schläger und dann, Dagi, kannst du mal zeigen, oh, was jetzt du hab für keine Lust mehr. Die hast. Ich bin ja in Cyborg einfach von hinten an das weggeballert. Okay, wo müssen wir eigentlich hin? Abhauen hier, okay. Nach draußen. Ach so, dahin also. Ja. Soll ich dir eigentlich ernsthaft sagen, dass ich die Minimap in der Enhanced Edition so viel geiler fand? In der Tat, die gibt's dann ab Borderlands 2 dann ja, als Standort. Das bringt mir nicht viel. Jetzt will ich das wissen. Ja, nein, ja. Ich weiß, was du meinst. Aber ich muss sagen, da hat die Enhanced Edition tatsächlich einen Vorteil gebracht. In der Tat. Sie hatte einfach eine Minimap. Wie kam man damals als Spielentwickler nicht auf die Idee, eine Minimap einzubauen? Vor allem bei so riesigen Maps? Du, das war 2009, da gab es noch andere Gesetze. Ja, aber da gab es trotzdem ein Gehirn. Da gab es aber noch nicht diesen Komfort von, hey, wir bauen eine Minimap ein, sondern da war es einfach noch Standort, dass der Spieler selbst erstmal die Map im aufruft und dann erstmal guckt, wo der eigentlich ist. Ach Quatsch. Ich will nicht warten. Rechts lang? Alles stehen und liegen. Nee, und links. Ist nicht egal. Oh nein, ich hab Platzangst. Jetzt links. Und dahinter, ja.
Da ist unser... unser Ziel gerade. Oder müssen wir irgendwo was abgeben? Wo müssen wir abliefern? Beim schwarzen Brett, ich bin schon da. Rust Common to West. Hier. Yeah. Ach so. Ach, da ist das schwarze Brett sogar schon. Hier, okay, Waffen habe ich jetzt nichts Neues. Hier gibt es einen Berserker-Klassen-Mod. Aber ich kann auch mal verkaufen gehen. Ja, ich auch. Ich habe lauter komische Snipers aufgesammelt. Die braucht ja kein Mensch. Ja, die sind alle scheiße. Ich gebe die Mission mal ab. Ich habe so eine Klassenmod für einen Soldat. So ein legendär, ultra, mega fett rare und alles. Aber die braucht ja keiner. Wer spielt schon Soldat? Das wäre echt mal. Verstehe schon nicht. So sieht's aus. Ja, oh, grüne Anführer Waffen. Mod. 60% mehr Team zusätzliche Erfahrung. Ach, Teams brauchen wir nicht. Gut, hier gibt es im Übrigen noch wieder ein paar Rekorder von Tennis. Gerade wieder gesehen. Niemals nervt dieses Verkaufen. Findest du? Na, minimal. Ein bisschen nur. Immer, Bro. Oh, zweiter Schütze. Sind wir jetzt hier fertig, oder wie? Na, noch nicht ganz. Hier gibt's eine neue Mission. Nicht mehr auf Nowhere. Sicherung für schwarzes Brett. Müssen wir einmal ganz oben hin. Und dann gibt es ja sehr viele Missionen. Aber wir können auch vielleicht noch vorher noch zu Crazy Earth noch mitgehen, um die Mission abzugeben. Können aber noch ein bisschen warten, weil wir kriegen dann später noch eine Mission von Crazy Earth. Ah, ich find's so schön, dass du das alles weißt, ey. Naja, ich habe Borderlands studiert. Übrigens, ihr könnt mal euer Handy zücken und mal hier die QR-Codes mal hier abscannen, die hier sind. Nö. Warum? Naja, das ist ein nettes kleines Easter Egg. Damals gab's schon QR-Code. Ja, damals wurden auch schon QR-Codes erfunden. Und da keine Meme mehr? Oh, hier kriegst du eine legendäre Assault Rifle. Ah, komm lieber mit. Paras noch am Shoppen? Ja, ich war gerade im Shopping-Rausch, so ist es. Später, wenn da eine legendäre Kanone mit ist, dann muss ich die mitnehmen. Was soll ich jetzt hier machen? Sicherung sammeln. Noch eine Sicherung muss hier irgendwo sein. Also. Achso, ja, eine habe ich gefunden. Ah, jetzt hier. Ach mein Gott, ich habe vergessen, wo die Quests aufgereizt sind. Ich bin ein bisschen dumm. Sorry. Hey, bei mir steht, dass die noch hier ist, wo du die gerade aufgenommen hast. Okay, die Quest ist bei mir verbuggt. Ach, wunderbar, Lidl. Du machst das ganz vorzüglich. Sicherung suchen. Und dann finden wir auch die jeweilige Sicherung. Zum Glück gibt es diese Sideseats nicht mehr in Borderlands 2. Findest du die nicht gut? Ja, die sind ehrlich gesagt ziemlich nervig, also besonders die kleinen, weil du diese nicht sofort anvisieren kannst oder erstmal erkennen kannst, wo die überhaupt sind, während die dich die ganze Zeit angreifen. Das ist schon minimal eklig. Bam, geplatzt! Die hässlichen. Ach, die lass sie doch mal in Ruhe. Hau sie doch nicht wieder zu Brei. Die haben dir doch fast nichts getan. Aber es fast stört mich so ein bisschen, weißt du? Sie haben dich besprungen. Sind dich besprungen.
haben sich gesprungen gesindet. Genau. Das, was du sagst. So sieht's aus. Jetzt müssen wir an 4 verschiedenen Stellen die Mission abgeben. Ist ja super nervig. Aber 4 verschiedene Orte. Nee, das gibt's nur einen Ort. Nee, ich meine die ganzen 4, die 4 Missionen, die wir erledigt haben. So, ja, ja. Naja, noch nicht ganz so perfektes Balancing. Ja. Aber war auch damals ja noch, ja, legitim. So wie mit der Karte. Gut, geht dir die Mission ab? Ich musste gerade mit dem Raketenwerfer schießen, damit keiner hört, wie ich die Chips esse. Was? Du musst Kippen abschließen. Was? Kippen? Was? 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 Oh, geht gar nicht. Oh, da war ein Falschen, mal. War genau richtig. Die Spider-Rennen soll man töten. Was Spider-Rennen töten, ja. Nein, wir sind gleich in der Nähe. Erstmal die Kiste plündern. Wo sind sie denn, die Spider-Rennen? Tja, irgendwo sind die dann schon. Die Spinnen-End. Haki? Naja, ich wollte eigentlich umparken. Na so. Du wolltest mir den Einstieg bequemer machen. Ja. Aber hier müssen sie wohl sein. Ja, ein bisschen rumfahren, ne? Es war schon einer. Ja. Ja, da war einer, in der Tat. Da. Da sind 3, ich sehe 3. Töte sie. Aber Vorsicht, da gehen die Autos immer kaputt bei denen. Ja, ich schwör's. Ach herrlich. Mann, zeig mir deinen Arsch! Also nicht du die, sondern das Viech. Okay, das ist einfach für dich nicht. Kill, hilf mir, sonst sterbe ich! Ich komm schon! Ach, kein Ding, Bro, hau ab einfach. Oh. Weißt du, er kloppt die ganze Zeit darauf ein und ignoriert mich einfach. Keiner mag mich. Ja, die hasst mich. Ich dachte, es wäre was Besonderes zwischen. Warum denn? Oh, da stehst du von hinten, du dreckiges Vieh, hm? Red nur weiter. Dann müssen wir die Mission wieder abgeben. Wirklich? Ja, unser Auto ist leider kaputt. Wie sagen die Hessen, sach bloß. Genau, auf die bin ich auch gerade gekommen. Wir klauen ihm einfach sein Auto. Ihr steigt jetzt extra ins Auto, nur um die paar Meter zu fahren. Wie faul seid ihr eigentlich? Ja, wir sind fett und hässlich. Wir sind hässlich und wir sind stolz. Das mit dem Stolz ist mir neu. Okay, wir dürfen nach New Haven. Ja. Mit Rillina sprechen. Rilline. Rillina. Rilline. Am schwarzen Brett im Mittelhof Norwegen ist eine neue Mission verfügbar. Na sowas. Na sowas aber auch. Wollen wir uns gleich nach New Haven porten? Ja. Wenn du das für uns tun würdest? Ja, klar. New Haven, ach hier oben haben wir's. Wir waren zu langsam, Diddle. Merk schon. Bin jetzt schon müde. Ach, dieser ekelige Teleportationseffekt, der geht mir so auf die Nerven. Dabei teleportierst du dich ja nicht mal in echt. Okay. Was kann ich für dich tun? Hoffentlich kann man den Inhalt der Kammer gegen Waren eintauschen. So, jetzt wieder. Na? Ey! What the fuck? Bro, du fettes Wie kamst du da durch? Tja. Du fettes Tja. Vieh, ey. Was habt ihr gemacht? Nichts. Die dünne Bodenstange wollte mich blocken.
Ja, hat irgendwie nicht ganz so funktioniert. Scheinbar nicht so gut. So, probier du mal durchzukommen. Warte, ich hab's gleich. Was macht der da? Mann, ich versuche mich hier durchzuquetschen durch das enge Ding. Jetzt stell du dich nochmal rein. Also Titel ist hier Türsteher. Da ist kein rein und kein raus. Ah, du hässlicher. Okay, wo müssen wir hin? Tennis. Abgeben. Yep. Earls Scrapyard und Russ Commons West. Bist du fertig neben mir? Ich mach mal hier zu Crazy Earl. Mhm. Sehr nett von dir. Boah, draußen ist gerade wie Weltuntergang. Ja, bei mir hat es vorhin angefangen zu reden, aber dann hat es wieder aufgehört irgendwann. Mhm. Aber keine Ahnung, ist die Sonne untergegangen. Berlin. Spaß hier, ey. Obwohl Berlin und Brandenburg heute eigentlich. Wo sind wir eigentlich? Crazy Earl. Ja, so. Ja, er lebt okay. Denn bitte in Berlin und oder Brandenburg? Ich bin tatsächlich in der Grenze zu Brandenburg. Dauert nicht lang. Ein paar Meter bin ich von Brandenburg entfernt. Wow. Das war ich, als ich in 2019 in Berlin war. Ich dürfte bald auch. 2019, ey, da warst du noch 30 gewesen, ne? Ja, das waren noch Zeiten. Ey, da warst du wirklich 30. Boah, krass. Das ist 2019. Nee, da war schon 31. Hä, du bist doch jetzt 32, Bro. 33. Er hat doch letzten Monat erst Geburtstag gehabt. Achso, stimmt. Ja, ich merk schon, dein Erinnerungsvermögen bei Stimmen eines Goldfisches. Ich hab das noch nicht aktualisiert, die Discord-Info. Wir hatten die Thematik ja gehabt. Also ich bin vorbeigelaufen. Warum macht der Typ nur hin? Okay. Bauen wir tatsächlich noch das nächste Fragment. Sind wir eigentlich schon fast durch mit dem Gamepaare? Zu etwa 60%. Oh, ja. Du fette Sau! Hab! Lass mich durch, du Stück! Okay, mit Anlauf. Meine Nachbarn werden auch denken, Alter, was ist das für ein Perversling, der hier neben mir wohnt? Siehst du? Geht doch. Ich dachte, Hat Para schon reingekriegt? Nee. Ich dachte, Para geht schon zum Gate und wir können so unsere beiden Spielchen durchführen, aber was ist macht so, der? Er läuft einfach zurück, weil er dachte, er kann mitmachen. What the fuck ist los? Ich wollte nur mal mich vergewissern, was ihr eigentlich macht. Es gibt einfach komische Leute. Du bist halt einfach noch zu jung mit deinen 32. 33. Wollen wir da hin? Keine Ahnung, wollen wir da hin? Ja, wir wollen da hin.